Sind Sie bereit, das Böse jetzt mit einem mächtigen Gebet zu besiegen? Hallo, ich bin Elisabeth und ich bin hier, um Sie durch ein Gebet zu führen, das Ihr Leben verändern kann. Heute werden wir gemeinsam beten, um Vergebung, Schutz und Gottes Kraft zu erbitten, um jeden Herausforderung zu überwinden. Dieses Gebet ist nicht nur eine Routine, sondern ein Akt des Glaubens, der Ihr Leben verändern und den Sieg bringen kann, auf den Sie warten. Sind Sie neugierig, wie ein einziges Gebet das schaffen kann? Lassen Sie uns Gottes Souveränität anerkennen, das Böse zurückweisen und nach seiner Gerechtigkeit und Frieden rufen. Wenn Sie echte Veränderungen in Ihrem Leben sehen und Schutz für Ihre Familie wünschen, bleiben Sie bei mir und wir werden gemeinsam mit aller unserer Glauben beten. Geliebter und souveräner Vater, heute versammeln wir uns mit dankbaren Herzen, um deinen Sieg über alles Böse zu feiern. In einer Welt, in der das Böse oft zu überwiegen scheint, suchen wir Zuflucht und Vertrauen in dein Versprechen des Triumphes. Wir sind hier, Herr, um diesen Sieg in unserem Leben einzufordern und uns daran zu erinnern, dass durch dich alle Flüche gebrochen und jede Dunkelheit vertrieben wird. Dein Wort in Psalm 98 lädt uns ein, dem Herrn ein neues Lied zu singen, denn er hat Wunder getan, seine rechte Hand und sein heiliger Arm haben ihm den Sieg verschafft. Diese Passage erinnert uns daran, dass deine mächtige Hand in der gesamten Geschichte Befreiung und Triumph über die Mächte des Bösen gebracht hat. Wir vertrauen auf deinen starken Arm, der uns kontinuierlich zum Sieg führt und uns vor den Fallen und Flüchen schützt, denen wir begegnen. Herr Gott, Allmächtiger, mit Demut und Ehrfurcht nähern wir uns dir heute. Wir erkennen an, dass du über allem stehst, herrschend mit höchster Macht und Autorität. Es gibt nichts in der Schöpfung, das außerhalb deiner Kontrolle ist, und alle Ereignisse des Lebens stehen unter deinem weisen Befehl. Du bist der Schöpfer des Himmels, der den Himmel wie einen Vorhang ausspannt, und der Erde, der ihre Fundamente legt. Du bist der Urheber unseres Heils, der den Erlösungsplan vor Beginn der Zeiten entworfen hat. Vor dir haben die Mächte des Bösen keine Macht und sind vollständig besiegt durch deine Gegenwart. Du bist der ewige König, dessen Reich kein Ende haben wird, und wir beten dich an für deine unerschütterliche Souveränität. Vater, mit zerknirschten und gebrochenen Herzen bekennen wir dir unsere Sünden. Wir erkennen an, dass wir oft daran scheitern, nach deinem Willen zu leben und uns von deinem Weg abgewandt haben. Uns ist bewusst, dass unsere Gedanken und Taten oft nicht deine Heiligkeit widerspiegeln. Wir wissen, dass wir dringend deine Gnade brauchen, um gereinigt und erneuert zu werden. Wir bitten um deine Vergebung für die Zeiten, in denen wir Zweifel in unsere Gedanken gelassen haben und deine Siegverheißung vergessen haben. Vergib uns, Herr, dass wir zugelassen haben, dass Angst den Platz des Vertrauens in dich eingenommen hat und unsere Herzen beunruhigt hat. Herr, mitten in unserer Schwäche finden wir Trost in deiner beständigen Liebe und deiner niemals versagenden Treue. Wir danken dir für deine bedingungslose Liebe, die sich Tag für Tag zeigt, auch wenn wir es nicht verdienen. Wir sind ewig dankbar für das Opfer Jesu Christi, das den Preis für unsere Sünden bezahlt hat und uns vollständige Befreiung von der Herrschaft des Bösen gebracht hat. Durch das Kreuz sind wir von der Dunkelheit befreit und ins Licht gebracht worden, erlangend ein neues Leben und eine unerschütterliche Hoffnung. In Jesus finden wir Sicherheit, Frieden und eine ewige Verheißung, die uns in allen Umständen trägt. Unser Gott, es ist wunderbar zu wissen, dass wir in jeder Situation auf deine beständige Gegenwart zählen können. Wenn Schwierigkeiten aufkommen und Zweifel versuchen, unsere Herzen zu überfluten, werden wir durch die Gewissheit gestärkt, dass du bei uns bist. Dein Wort versichert uns, dass der Herr an unserer Seite ist, wie ein schützender Schild, der unsere Seelen bewahrt und uns auf dem Weg der Gerechtigkeit führt. Wir spüren deine Fürsorge und deinen Schutz bei jedem Schritt, den wir machen.
In Momenten der Schwäche vervollkommnet sich deine Stärke in uns und wir können uns auf deine Verheißung des Sieges stützen. Während wir uns an diese Wahrheiten klammern, erneuern wir unser Vertrauen in dich und verpflichten uns, nach deinem Willen zu leben. Hilf uns ständig an das vollendete Werk Jesu am Kreuz zu erinnern, das uns eine neue Identität als Söhne und Töchter des höchsten Gottes garantiert. Möge diese Wahrheit uns motivieren, auf eine Weise zu leben, die deinem Ruf würdig ist, bestrebt, dir in allem, was wir tun, zu gefallen. Möge unser Leben ein Spiegelbild deiner Herrlichkeit und ein Zeugnis deiner erlösenden Liebe sein. Im Namen Jesu danken wir dir für all deine Segnungen und für die Sicherheit, die wir in dir haben. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, während wir über dieses Gebet nachdenken, ermutige ich euch, einen Moment lang die Augen zu schließen und die Gegenwart Gottes um euch herum zu spüren. Legt die Hände aufs Herz und erlaubt, dass die Liebe Gottes euer Leben auf eine tiefe Weise berührt. Wenn dieses Gebet euch angesprochen hat und ihr voll und ganz im Vertrauen und in der Gnade des Herrn leben möchtet, schreibt Amen in die Kommentare. Teilt auch eure Gebetsanliegen in den Kommentaren unten. Wir wollen füreinander eintreten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um mehr Gebetsmomente und biblische Reflexionen zu erleben. Haben Sie sich jemals von Zweifeln und Angst überwältigt gefühlt? Und wenn ich Ihnen sage, dass es eine überlegene Kraft gibt, die Ihr Leben völlig verwandeln kann? Bleiben Sie bei uns, um zu entdecken, wie die beständige Liebe und Treue Gottes Sie von jeder Qual befreien und Ihre Hoffnung für immer erneuern kann. Verpassen Sie nicht die Offenbarung, die Ihr Herz für immer verändern kann. Wir preisen deinen Namen, o Gott, denn niemand ist dir gleich. Du bist der Höchste, würdig aller Anbetung und des Lobes. Deine Majestät erfüllt den Himmel und deine Herrlichkeit erstrahlt über die Erde. Wir erheben unsere Stimmen in Anbetung und erkennen an, dass alle Siege, die wir erleben, aus deinen mächtigen Händen kommen. Die Schlachten, die wir bereits gewonnen haben, sind Zeugnisse deiner Gunst und deiner Barmherzigkeit. Und im Glauben feiern wir vorab die Siege, die noch kommen werden, im Vertrauen darauf, dass in jeder Situation dein Name über jeden anderen Namen erhöht wird. Du bist unsere Stärke, unser fester Fels, unser sicherer Zufluchtsort. Himmlischer Vater, wir treten vor dich mit offenen Herzen und ausgestreckten Händen, bringend unsere Bedürfnisse und Wünsche. Inmitten unserer Kämpfe rufen wir nach deiner göttlichen Intervention. Wenn wir Bereiche unseres Lebens gegenüberstehen, in denen das Böse zu herrschen scheint, suchen wir deine Hilfe, denn wir wissen, dass dein Licht mächtig ist, jede Dunkelheit zu vertreiben. Wo Lüge und Täuschung sind, bitten wir, dass deine Wahrheit hell leuchtet, den rechten Weg aufzeigt und unsere Schritte lenkt. Deine Gegenwart ist die Antwort, die wir brauchen, und wir vertrauen darauf, dass du selbst in den schwierigsten Situationen für unser Wohl arbeitest. Herr, in der Kraft deines Namens erklären wir die Befreiung von jedem Fluch, der sich gegen uns erhoben haben könnte. Wir rufen nach dem Bruch aller geistlichen Ketten, die uns gefangen halten, und lehnen jeden Geist des Fluches ab, der versucht, uns zu unterdrücken. In deiner Autorität annullieren wir alle negativen Worte, die gegen uns ausgesprochen wurden, und zerstören die Aktionen des Feindes, die uns von deinem Zweck ablenken wollen. Wir glauben, dass der Sieg am Kreuz errungen wurde und dass wir bereits frei sind, denn in Christus sind wir mehr als Überwinder. O Gott, wir erkennen an, dass dein Wort mächtig ist und dass deine Verheißungen ewig sind. Kein Übel kann gegen dein Volk bestehen, wenn wir in deiner Wahrheit gefestigt sind. In dir finden wir die Sicherheit und das Vertrauen, jeder Herausforderung zu begegnen. Wenn die Winde der Widrigkeit wehen, ist es deine Stimme, die den Sturm beruhigt. Dein Heiliger Geist befähigt uns zu widerstehen und zu überwinden, und in deiner Stärke erheben wir uns jeden Tag. Unser Glaube ist in dir gegründet, und wir glauben,
dass du unser treuer Verteidiger bist, unabhängig von den Umständen. In den Momenten, in denen wir uns überfordert fühlen und die Kämpfe intensiv erscheinen, erinnern wir uns daran, dass wir nicht allein kämpfen. Du bist der Herr der Herrscharen, der vor uns hergeht, den Weg bereitet und unseren Sieg garantiert. Wir legen vor dich alle Bereiche unseres Lebens, die deiner Intervention bedürfen, im Vertrauen darauf, dass deine Macht größer ist als jedes Hindernis. Wir preisen dich nicht nur für die Siege, die wir bereits erlebt haben, sondern auch für jene, die wir prophetisch in deinem Namen beanspruchen. Wir danken dir, dass wir an deinen Verheißungen teilhaben und für deine ständige Fürsorge für uns. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, während wir über dieses Gebet nachdenken, lade ich euch ein, die Hände auf den Kopf zu legen und im Glauben zu erklären: Jeder Fluch ist im Namen Jesu gebrochen. Wenn dieses Gebet euer Herz berührt hat und ihr die Befreiung Gottes in eurem Leben spürt, schreibt "Ich bin frei" in die Kommentare. Teilt auch eure Bedürfnisse und Gebetsanliegen in den Kommentaren, damit wir füreinander beten können. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weiterhin an diesen Momenten des Gebets und der Reflexion teilzuhaben. Gott segne euch! Haben Sie jemals das Gewicht geistlicher Flüche in Ihrem Leben gespürt? Stellen Sie sich vor, vollständig befreit zu sein und jeden Tag im Sieg zu leben. Bleiben Sie dran, um zu erfahren, wie die Macht des Namens Jesu alle Ketten brechen und Sie zur völligen Freiheit führen kann. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, eine tiefe und dauerhafte Transformation zu erleben. Strich, Herr Gott, im Gebet vereinen wir uns, um für unsere Familien zu rufen, die der kostbare Schatz sind, den du uns anvertraut hast. Wir bitten, dass deine schützende Hand über jedem unserer Lieben sei. Möge deine Gegenwart sie umgeben wie ein Schild, sie vor allem Bösen bewahren und jeden Angriff des Feindes verhindern. Schütze sie auf ihren Wegen, in den Entscheidungen, die sie treffen, und in den Situationen, denen sie täglich begegnen. Möge deine Liebe und deine Gnade sie stützen, und mögen sie deinen Schutz und deinen Frieden in allen Umständen spüren. Stärke die familiären Bande mit Liebe, Geduld und Verständnis, damit wir ein Spiegelbild deiner Güte füreinander sein können. Wir treten jetzt, o Vater, für unsere lieben Freunde ein, besonders für diejenigen, die sich inmitten großer Kämpfe befinden. Wir wissen, dass viele vor Herausforderungen stehen, die unüberwindbar erscheinen und schwere Lasten tragen. Wir bitten, dass deine Kraft sie erreicht und dass sie deine tröstende Umarmung in Momenten der Schwäche spüren. Möge dein Friede, der alles Verstehen übersteigt, ihre Herzen und Gedanken durchfluten, Trost und Hoffnung bringen. Wir beten, dass sie auch deinen Sieg erleben, deine mächtige Hand in ihrem Leben wirken sehen, die Schwierigkeiten in Zeugnisse des Überstehens und des Glaubens verwandelt. Herr, wir richten unser Gebet an unsere Kirche, die die Familie des Glaubens und deine Vertretung hier auf Erden ist. Wir rufen, dass sie ein Licht sei, das inmitten der Dunkelheit dieser Welt hell leuchtet, mutig deinen Sieg und dein Heil verkündend. Stärke jedes Mitglied und jeden Leiter mit Weisheit und Unterscheidungsvermögen, damit sie die Herde gemäß deinem Willen führen und betreuen können. Möge jede Handlung, jedes Wort und jeder Dienst innerhalb der Kirche mit deiner Wahrheit übereinstimmen und ein lebendiges Zeugnis deiner Liebe sein. Möge deine Gegenwart in allen Gottesdiensten, Versammlungen und Aktivitäten spürbar sein und mehr Menschen zum Licht deines Evangeliums ziehen. Vater, wir bitten, dass du die Kräfte derer erneuerst, die in deinem Werk dienen, die oft vor geistlichen und emotionalen Herausforderungen stehen. Möge deine Wahrheit in jeder Entscheidung vorherrschen und möge dein Heiliger Geist alle ihre Handlungen leiten. Wir beten für Einheit und Liebe unter den Mitgliedern, damit sie einander aufbauen und jene erreichen können, die dich noch nicht kennen. Möge die Kirche ein sicherer Zufluchtsort sein, ein Ort der Heilung und der Wiederherstellung für alle, die ihre Türen betreten,
und die Schönheit deines Reiches widerspiegeln. Zum Schluss, Herr, danken wir dir, dass wir Teil deines Leibes sind und dass wir füreinander eintreten können. Mögen unsere Gebete wie angenehmer Weihrauch für dich sein und dass du in deiner Güte weiterhin jedes Flehen hörst und beantwortest. Halte uns fest im Glauben, hingegeben im Dienst und voller Liebe füreinander, während wir auf den glorreichen Tag warten, an dem wir alle in deiner Gegenwart vereint sein werden. Im Namen Jesu danken wir dir, dass du für unsere Familien, Freunde und unsere Kirche sorgst. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, während wir für unsere Familien, Freunde und unsere Kirche beten, ermutige ich euch, die Hände zu erheben und den Schutz Gottes für alle zu erbitten. Wenn dieses Gebet euer Herz berührt hat und ihr die göttliche Schutz über eure Lieben sehen möchtet, schreibt Gott beschütze meine Familie in die Kommentare. Teilt auch eure spezifischen Gebetsanliegen in den Kommentaren, damit wir füreinander eintreten können. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weiterhin an diesen Momenten des Gebets und der Reflexion teilzuhaben. Möge Gott euch reichlich segnen. Machen Sie sich Sorgen um die Sicherheit und das Wohlergehen Ihrer Familie und Freunde? Und wenn Sie eine göttliche Schutzvorkehrung anrufen könnten, die Sie alle umgibt? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, wie das Gebet den Schutz und den Frieden bringen kann, den Sie sich für Ihre Lieben wünschen. Verpassen Sie nicht diese Chance, Gottes mächtiges Wirken im Leben Ihrer Familie und Freunde zu erleben. Wir rufen für unser Land, o Gott, und flehen darum, dass deine Gerechtigkeit und dein Frieden tief in jedem Winkel dieses Landes verankert werden. Wir sehen die Schwierigkeiten und die Korruption, die unsere Gesellschaft durchdringen, aber wir glauben, dass nichts für dich unmöglich ist. Wo Bosheit herrscht, bitten wir um eine radikale Veränderung, dass Wahrheit und Integrität in unsere Regierungen, Gemeinschaften und Häuser zurückkehren. Möge deine Gerechtigkeit, Herr, wie ein mächtiger Strom fließen, unser Land reinigen und erneuern, Hoffnung und Rechtschaffenheit dorthin bringen, wo zuvor Dunkelheit und Verzweiflung waren. Vater, wir erinnern uns an die kraftvollen Worte aus Römer 8, 37, die uns versichern, dass wir in all dem weit mehr als Sieger sind durch den, der uns geliebt hat, egal welche Kämpfe wir führen oder welche Hindernisse sich uns in den Weg stellen, wir wissen, dass der Sieg uns bereits durch das Opfer Jesu gewährt wurde. Wir beanspruchen diesen Sieg in unserem täglichen Leben, vertrauend auf deine unveränderliche Liebe, die uns stützt und stärkt. In jeder Herausforderung proklamieren wir, dass wir Sieger in Christus sind und dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. In unserem täglichen Kampf gegen das Böse sind wir sicher, dass wir nicht allein sind. Deine ständige Gegenwart gibt uns Mut und leitet jeden unserer Schritte. Wir danken dir für dein Versprechen, uns niemals zu verlassen noch zu versäumen, wie es uns in Hebräer 13, 5 zugesichert wird. Selbst in den herausforderndsten Situationen spüren wir deine tröstende Gegenwart und deine Hand, die uns hält. Möge diese Gewissheit uns antreiben, mit Zuversicht und Glauben zu leben, in dem Wissen, dass der Herr unsere Festung und Hilfe in jeder Notzeit ist. Herr, in unserem Land und in unserem Leben wünschen wir uns, dass deine vollkommene Wille manifestiert wird. Wir bitten darum, dass dort, wo Verzweiflung herrscht, dein Frieden Gelassenheit bringt, wo Ungerechtigkeit ist, deine Gerechtigkeit die Wahrheit aufrichtet, und wo Dunkelheit herrscht, dein Licht hell leuchtet. Führe unsere Führer mit Weisheit und Unterscheidungsvermögen, damit sie gerecht und mit Mitgefühl regieren, die Prinzipien deines Reiches widerspiegelnd. Möge jeder Bürger die Wirkung deiner transformierenden Liebe spüren, die Einheit und Fortschritt unter deiner Führung fördert. Zum Schluss, Herr, stärken wir unser Engagement, deine Wille in allem, was wir tun, zu suchen. Mögen unsere Herzen stets auf dich gerichtet sein, vertrauend auf dein Versprechen des Sieges und deine treue Gegenwart. Wir danken dir,
dass du uns dazu berufen hast, Träger deines Lichts zu sein und uns befähigst, jede Widrigkeit mit der Stärke zu überwinden, die von dir kommt. Mögen unsere Leben lebendige Zeugnisse deiner Macht und Güte sein, die positiv auf diejenigen einwirken, die uns umgeben. Im Namen Jesu verkünden wir deinen Frieden, deine Gerechtigkeit und deinen Sieg über unser Land. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, während wir für unser Land beten und Gottes Sieg in unserem Leben beanspruchen, ermutige ich euch, die Hand aufs Herz zu legen und zu erklären: Ich vertraue auf Gottes Gerechtigkeit und Frieden. Wenn dieses Gebet mit euch resoniert hat und ihr Gottes Transformation in eurem Leben und in unserem Land sehen möchtet, schreibt Amen in die Kommentare. Teilt eure Bedürfnisse und Gebetsanliegen, damit wir gemeinsam für unser Land und füreinander beten können. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weiterhin an diesen Momenten des Gebets und der Erbauung teilzuhaben. Möge Gott euch und unser Land segnen. Möchtet ihr Gerechtigkeit und Frieden in unserem Land sehen? Stellt euch die Auswirkungen einer göttlichen Transformation vor, die jeden Winkel unseres Landes berührt. Bleibt bei uns, um zu erfahren, wie Gottes Macht Erneuerung und Wahrheit inmitten der Dunkelheit bringen kann. Verpasst nicht diese Gelegenheit, Teil einer mächtigen und bleibenden Veränderung zu sein. Herr, mit Demut und Aufrichtigkeit bitten wir dich, uns zu helfen, auf deinem Weg zu gehen. Wir wissen, dass die Versuchungen des Feindes zahlreich sind und uns von dem Zweck, den du für uns hast, ablenken können. Wir rufen, dass der Heilige Geist unser ständiger Führer sei, uns in Momenten der Schwäche stärkt und den Weg erhält, dem wir folgen sollen. Wir wollen ein Leben führen, das deinen Namen ehrt, deine Heiligkeit und Liebe in jedem Gedanken, Wort und jeder Tat widerspiegelt. Gib uns Weisheit, um das Richtige vom Falschen zu unterscheiden und Mut, den Verführungen zu widerstehen, die uns von dir entfernen wollen. Wir danken dir zutiefst für dein Wort, das gemäß Psalm 119, 105 eine Leuchte für unsere Füße und ein Licht auf unserem Weg ist. In einer Welt voller Täuschungen und Unsicherheiten ist dein Wort die Wahrheit, die uns führt und schützt. Es erhellt die Dunkelheit um uns herum und zeigt uns die Richtung, die wir einschlagen sollen. Mögen wir Tag und Nacht darüber nachdenken, es unseren Herzen und Gedanken umgestalten lassen und uns vor den Schlingen des Bösen bewahren. Mögen wir immer treu den Lehren der Schrift folgen und darin die Stärke und Führung für jeden Tag finden. Wir vertrauen voll und ganz auf dein Versprechen, wie es in Offenbarung 21, 4 zu finden ist, wo du erklärst, dass Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es wird keinen Tod mehr geben, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz, denn das Erste ist vergangen, dieses Versprechen ist unser Trost und unsere Hoffnung, besonders in Zeiten von Traurigkeit und Schwierigkeiten. Wir sehnen uns nach dem Tag, an dem alles Böse endgültig besiegt sein wird und wir ewig in deiner glorreichen Gegenwart sein werden. Diese Zukunft ohne Schmerz und Leid ist unsere Hoffnung und gibt uns die Kraft, durchzuhalten, in dem Wissen, dass du einen perfekten Plan für uns hast. Geliebter Vater, wir feiern deinen Sieg über das Böse, denn durch das Kreuz Christi wurde der Tod besiegt und das Heil für alle Gläubigen gesichert. Wir danken dir, dass du uns diesen gleichen Sieg in unserem Leben gewährt hast, der es uns ermöglicht, frei von den Ketten der Sünde und des Todes zu leben. Mögen wir uns immer daran erinnern, dass wir durch den, der uns geliebt hat, mehr als Überwinder sind und dass diese Wahrheit uns motiviert, mit Glauben und Mut zu leben. Möge unser Leben ein lebendiges Zeugnis deines Sieges und deiner transformierenden Kraft sein und andere dazu bewegen, deine Gnade und Liebe kennenzulernen. Herr, während wir erwartungsvoll auf die Erfüllung all deiner Verheißungen warten, bitten wir, dass du uns weiterhin stützt und führst. Möge unser Glaube mit jedem Tag stärker werden und möge wir ein Licht in einer Welt sein, die deine Wahrheit noch so dringend benötigt.
Halte uns fest in der Hoffnung auf die Auferstehung und in der Gewissheit, dass dein Sieg vollständig und ewig ist. Mögen wir jeden Tag mit Dankbarkeit leben, deine Hand in allen Dingen erkennen und dich für deine Güte und Treue preisen. Im Namen Jesu danken wir dir für alle deine Segnungen und für die Hoffnung, die wir in dir haben. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, während wir über dieses Gebet nachdenken, ermutige ich euch, die Augen zu schließen und den Heiligen Geist euer Leben stärken zu lassen. Wenn diese Botschaft Frieden in euer Herz gebracht hat und ihr ein Leben führen möchtet, das Gott ehrt, schreibt ich folge dem Wort in die Kommentare. Teilt eure Gebetsanliegen und eure Erfahrungen von Sieg, damit wir gemeinsam die Wunder Gottes feiern können. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weiterhin Gebete und Reflexionen zu empfangen, die den Glauben stärken. Möge Gott euch segnen und jeden eurer Schritte leiten. Braucht ihr eine klare Führung in eurem Leben? Was wäre, wenn das Wort Gottes das Licht wäre, das jeden Zweifel und jede Unsicherheit vertreibt? Bleibt dran, um zu erfahren, wie die Bibel eure Schritte leiten und euren Glauben in jeder Situation stärken kann. Verpasst nicht die Chance, die Transformation zu erleben, die nur das Wort Gottes bringen kann. Geliebte Brüder und Schwestern, wir laden euch zu einem Moment des kraftvollen Gebets und der Reflexion ein. Heute werden wir die mächtigsten Psalmen der Bibel erkunden, um den Sieg über alles Böse, das uns bedrängen könnte, zu erlangen. Gemeinsam rufen wir nach göttlichem Schutz, nach der Stärke des Herrn in unseren Kämpfen und nach der Befreiung von allen Widrigkeiten. Im Anschluss beten wir gemeinsam das Vaterunser, im Vertrauen darauf, dass Gott uns den Sieg gewährt und uns unter seinen Flügeln bewahrt. Kommt mit offenen Herzen, um die Kraft und den Schutz des Höchsten zu empfangen, und möge uns das Wort Gottes inspirieren und stärken. Die Bibel sagt im Psalm 98: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er siegt mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen, vor den Völkern lässt er seine Gerechtigkeit offenbaren. Er gedenkt an seine Gnade und Wahrheit dem Hause Israel, aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und Psalmen. Mit Drometen und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdboden und die darauf wohnen. Die Wasserströme frohlocken, und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt das Erdreich zu richten. Er wird den Erdboden richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit Recht. Die Bibel sagt im Psalm 3: Ach Herr, wie sind meine Feinde so viele und setzen sich so viele wider mich? Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich und der mich zu Ehren setzt und mein Haupt aufrichtet. Ich rufe an mit meiner Stimme den Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor Vieltausenden, die sich umher gegen mich legen. Auf, Herr, hilf mir, mein Gott! Denn du schlägst alle meine Feinde auf den Backen und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. Die Bibel sagt im Psalm 7: Auf dich, Herr, traue ich, mein Gott. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und errette mich, dass sie nicht wie Löwen meine Seele erhaschen und zerreißen, weil kein Erretter da ist. Herr, mein Gott, habe ich solches getan und ist Unrecht in meinen Händen? Habe ich Böses vergolten denen, so friedlich mit mir lebten, oder die, so mir ohne Ursache Feind waren, beschädigt, so verfolge mein Feind meine Seele und ergreife sie und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Selah. Stehe auf, Herr, in deinem Zorn, erhebe dich über den Grimm meiner Feinde und wache auf zu mir,
der du Gericht verordnet hast, dass sich die Völker um dich sammeln und über ihnen kehre wieder zur Höhe. Der Herr ist Richter über die Völker. Richte mich, Herr, nach deiner Gerechtigkeit und Frömmigkeit. Lass der gottlosen Bosheit ein Ende werden und fördere die Gerechten, denn du prüfst Herzen und Nieren. Mein Schild ist bei Gott, der den frommen Herzen hilft. Gott ist ein rechter Richter und ein Gott, der täglich droht. Will man sich nicht bekehren, so hat er sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt und zielt und hat darauf gelegt tödliche Geschosse. Seine Pfeile hat er zugerichtet, zu verderben. Siehe, der hat Böses im Sinn, mit Unglück ist er schwanger und wird Lüge gebären. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat, sein Unglück wird auf seinen Kopf kommen und sein Frevel auf seinen Scheitel fallen. Ich danke dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen und will loben den Namen des Herrn, des Allerhöchsten. Nun wiederholen Sie mit mir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Andere Übersetzung: Erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Abonnieren Sie unseren Kanal, um unsere Videos zu verfolgen. Möchten Sie dabei helfen, diese Botschaft an mehr Menschen weiterzugeben? Unterstützen Sie uns. Der Link für Spenden befindet sich im ersten fixierten Kommentar. Ihre Großzügigkeit kann viele Leben segnen. Ich empfehle Ihnen auch, das Video anzusehen, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint.